Also fangen wir vorne, oder? Oder wie? Das ist nicht vorne. Das ist vorne. Steht da dort vorne. Normalerweise bin ich der Witzige hier. Vorne ist ein Mannschaftsmenü. Ja, da ist vorne. Steht da drauf. Ich hab mir so überlegt. Ja, da schon her. Da ja. Ist unten normal. Ja, ist du wurscht, wo unten ist. Ja. Ich hab's dir jetzt so überlegt. Ja, dann machst du es so. Gut, dass wir schon so ein Ding haben, ha? Also so und. Gut, also. Das ist außen nicht schön. Das ist nicht schön. So, weißt du, wie? Habt ihr mehr hergerichtet? Mensch, der Rumpfuschen hier! Der, hey! Jetzt sie fix. Setz sie fix. Himmel normal. Warte mal. Warten. Erzähl mir mal, was Minga ist. Was ist Minga? Minga? Minga! Bist's Minga! Hauptstadt von Oberbayern. Ja, Minga. Das heißt nicht München, Leute, ja, sondern Minga. Minga heißt. Minga, Alter! Minga! Ja. Also, ja, die, was, ja, genau. Und jetzt Truppi, weißt du? Truppi auch stimmt's wollen. Wieder, jawohl. Ja, ich jawohl, schaut doch gleich viel besser aus. Ja. So, jetzt muss immer, verstehst du schon, ja? Bruder, dass du was lernst. Immer einmal umdrehen um 90 Grad, verstehst du? Und dann 90 Grad oder 45 Grad? Ich wechsle auch. 90, 45 verwechsel ich grundsätzlich. Einmal schon her, einmal kippen, einschmieren, wieder zurückkippen und zusammenbatten, verstehst du? Kennst du dich aus? Ach Gott, Himmel, ob die wissen, dass ich ein Schwabe bin, ja klar. Ich bin Schwabe. Geizig, grundsätzlich geizig. Die wissen das, hast du das denn gesagt? Jetzt Leute, jetzt wisst ihr, ich bin Schwabe. Eieiei. Letztens habe ich eine getroffen im Supermarkt, sagt sie, seit wann ist Memmingen Schwaben? Sag ich, seit wann ist Memmingen nicht Schwaben? Heiliges Belächeln. Warst du nicht so ordentlich? Jetzt pass mal auf, ich bin ja gerade fertig. Also bist du gar nicht so weit. Himmel. Jetzt schau mal an, du, wie kauft? Ja, viel besser, wie selber gemacht. Jawohl. Wie selber gemacht. Das ja, heißt, du. Slime ich nur alles an. Ja, Arsch nochmal. Ja, merkst du was? Arsch und Friedrich, du. Fix. Der Kacke. Grüß dich. Was sagst du dazu, großer Meister? Kann man das ist ja scheiße geworden, gell? Mit dem Leim. Ich mach den Leim sonst nicht mehr noch. Achso, okay. So, bleibt der Flatten. Das bleibt da, wirst du. Macht's da weiter. Achso, das ist das Tischli zum Bauen. Achso, ja. Freilich, ja, da hab ich gewusst. Ja. Habt ihr Leim zwingen, oder dann hält es so? Ja, da wart's jetzt ein bisschen rundum auf, dann kannst du es ausspannen. Da ist die Leisten her da zum Einschrauben. Ja. Ah, okay. Mensch, das ist ja hervorragend. Ja, wie schön. Ja, ruckzuck. Ja, wieso mache eigentlich alles ich? Ja, genau, weil. Weil ich das Zeigel herhole. Ja! Yeah. Verstehst? Na? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum sind eigentlich so Kürze dabei? Ja. Truppi! Du, hey! Du Volldepp! Das soll der Grad sein, die wollen. Nein, das, hey! Ich kannte schon mal, weil ich ja so ein netter Kerl bin. Ja. Schon mal auf der Seite schon mal irgendwie was zusammenbauen. Ja, das zusammenschieben. Das auf die Idee hätte schon früher kommen können. Ja. Ja. Statt hier rumzuquatschen, ja, kannst du mir gerade mal helfen. Ist schon recht. Nur bla bla, ja, aber nichts helfen. Jetzt muss man aber erzählen, wenn du die Anleitung der Videoanleitung gemacht hast, wie sollen das Leute können, die kein wirkliches Können haben? Ich meine, Oberfräse hat jetzt nicht gerade jeder daheim. Ich hab, das mit dem Handhobel. Mit dem Handhobel? Ja, mit dem Handhobel. Da hängst du ja 3 Jahre dran. Ja, hat einer gesagt, dass es in 10 Minuten fertig sein muss. Handhobel, aber die muss ich auch erst einmal haben. Ja, dann muss man. Ist ein guter Grund, sich mit einer Werkstatt anzufreunden. Eine Schnäuel. Ja, irgendwann musst du mal anfangen, oder? Ja, das ist so. Harry, mein Reden, irgendwann muss halt mal anfangen, eine Werkstatt zu machen. Ja, oder? Von nix kommt nix. So ein bisschen zumindest. Naja, jetzt wird es vielleicht unsauber hier. Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt die Markierung eigentlich? Was ist jetzt schon? Was habe ich wieder falsch gemacht? Was ist los? Was ist los? Was? Das Ding da durch, oder? Achso, scheiße. Ja, trotzdem, wo ist jetzt die Markierung? Hey.
den Kerl. Ja, deins ist aber auch besser. Schau, deins war. Das ist schon nicht einmal Leim. Ja, wie denn hier? Ja, leimst du? Das habe ich für dich gemacht. Du leimst es jetzt. Jetzt werde ich mal sehen, ob du so schlau bist. Auf geht's. Ja? Da, groß bla bla kann ich auch. Ja, ja? Das habe ich schon gemerkt, du. Dann schauen wir mal, ob der Herr Gruber besser ist beim Leimen. Ja, voll ich fertig. Ja, also, ich muss mal Leim mal geben. So scheiße, jetzt hört sich Wahnsinn. Soll ich nervös werden, gell? Und denk dran, Zauber zu schaffen, gell? Was sagst du? Was sagt der Raster? Muss. Ah, Grutzi, fix. Jetzt hab ich mich erfahrt. Ja! Siehst du, bin nicht nur ich hier. Ich hätte ich nicht gesagt, jetzt hast du gar nicht gemerkt jetzt gerade, gell? So ja, aber du hast es. Du bist ja so ehrlich und sagst es. Ja, selber schon, ich Depp. Ich glaube, ich brauche so einen Synchrondolmetscher für die Leute daheim, wenn wir reden. Das ist bayerisch. Hast du Moss? Ein Moss? Alter Falter. Jetzt müssen wir mal aufpassen, gell? Ja, eigentlich ist der Scheiß wurscht. Wieso jetzt ziehst du es durch? Ach, du drehst nach oben. Merkst du? Ja, du alter Fuchs. Du schaffst wie eine Schnecke. Ja, echt? Jetzt ist mir schon klar, dass 3 Euro die Stunde, ja? Das bei dir würde ich auch nicht mehr zahlen. Kannst froh sein, dass du nichts zahlen musst. In Rumänien hätten die Kinder das schon lange zusammen gehabt. Ja. Du, und da würde es nur 50 Cent kosten. Oh, der war fies, ich weiß. Ja, der war fies. Der war fies. Sagst du übrigens zu meinen Sicherheits-Bangladesch-Schuhen, ja, in blau. Die anderen sind leider daheim. Die habe ich nämlich vergessen. Alter, redst du eigentlich immer so früh? Das ist ja der Wahnsinn. Viel. Echt jetzt? Ihr halt mich zurück. Schau, schau, was hat's drin? Du alter Pfusche. Ach Gott, nein, das gibt's gar nicht. Der pfuscht rum. Denkt, ich sieh's nicht. Denkt, ich sieh's. Bestes Deutsch. Jetzt passt. Ich für Leimerfieber drin. Was, was, wie? Leimer. Ja. Leimer. Also zusammenarbeiten. Na dran. Da gibt es doch einen Sieg, einer. Truppi. Ich hab jetzt hinten eine Leichten gemacht, verschraubt, dass das hält. Wenn ein Sturm kommt. Ich werde sagen, da kommt jetzt da ein Sieg, einer, schau her. Weil der Leisten da steht und da steht. Ja. Und die muss dahinter stehen, das ist im Winkel benannt. Ja. Danke. Aber wir müssen aber schnell zusammenarbeiten. Der lenkt sich gut, dann findet sich nicht mehr zusammen. Ja, also wo? Hier, da, ist ja egal. Da, 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 zack, zack. Ja, nicht ganz führer, sonst. Ja, nicht ganz führer. Ja, bist du. Also, zeigt euch mal, Jungs und Mädels. Also, ist bloß da ein bisschen. Aber wir richtig zusammenpappen, gell? Wie, was, wie kann man nicht da richtig zusammenpappen? Da muss es zusammen. Das ist da, macht, dann hat der Lämm da raus. Das ist innen. Ja, zeig mir, du, wie es machst. Achso. Jetzt ist der Truppi wieder, weißt du? Das ist ja wie, das ist ja Sklavenarbeit hier, Mensch. Ja, ja, wir sind jetzt zum Spaß da. Ja, nee. Ja, hier herrscht Ordnung. Ja, also, Babs, zusammen. Nein, 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 das schirbst du zusammen. Ich halte das alleine nicht oberlaufen. Das schirbst du zusammen. Ich meine, der Truppi, der kann das. Der alte Vogelhausbauer. Na, so, nee. Alter, la. So, ne, bald das. Ja, dann gib mal als Richtige. Ja, ich hab mich so. Der Aff, echt? Alter Schwede. Mein Vater hat schon gesagt, einstellen würde er nicht. Nicht für 80 Cent in der Stunde. Doch. Schau mal, der ganze Leim da. Ja, was hast du wieder gemacht? Ja. Gut, dass ich da bin. Ich schlau daher schwätzen gar nicht, gell? Aber schaffen kann man eben. Schaffen? Ich bin eher der Controller. Ja, das merke ich, ja. Der Controller, ja. Der Controller. Der die Leichen hinkontrollt, die dann brechen, gell? Ja, schon mal super. Hier vorne, links, rechts, die Vögel können rein. Super, Weltklasse. Dann kommen sie an. Genau, jetzt brauchen wir nur noch ein Dach. Ja. Da kriege ich doch die Meise! Kennst du die Meise? Die immer kriegt? Das ist die Meise, Leute! Weißt du, die Jugend heutzutage, keine Ahnung! Ja? Ey, ich bin älter wie du, muss mein Jünger ausschauen! Ja! Der war gut! Der war echt gut! Ne? Ja, vor, vor. Was kommt da eigentlich für Fußboden hin?
Für den Boden? Ja. Dann schauen wir mal. Sollen wir das noch schnell obinageln, oder? Obinageln? Obinageln heißt hinlageln. Hinlageln. Obinageln. Eigentlich muss man... Normalerweise geht das einfach so. Wieder so. Okay. Sondern so, dass es gleichmäßig übersteht. Da hast du im Gefühl, wie du den Finger her tust da. Tobi, mach du das. Ja, klar mach ich das. Oh, Strah. Du hast schon gewusst, was ich vorhab, gell? Ich hab genau gewusst, was ich gerade. Genau gewusst, was ich vorhab, ey. Alter Fuchs, echt. Ah, macht viel Spaß. Nein, nein, ich hab da einen Drucker dran. Du musst aufpassen, dass du das so genau bekommst. Nimmst du dein Gärungsklebeband? Zuerst das so, dass du es zusammenziehen kannst. Schau, oder? Und dann tust du mit in die Felge. Um Gottes Willen, schaut die Schrauben Gott, raus. Gott, der Truppi. Wenn der Scheiß schaut raus. Also wenn, der, wenn ich das mache, geht es. Wow, von wem hast du das gelernt? Ja, dann schaust du, gell? Ja. Der Truppi, der alte ja, Trickser. Ich zieh mal mit dem Messerstab ganz auf beiden Seiten, ja? Ach Quatsch, eine Seite reicht. Bist du sicher? Ja klar, bin ich mir sicher. Also, dann zeichnen wir das jetzt mal an, oder? Die 8 cm. 8 cm sind in der Mitte, oder? Ja, du spitzt doch! Na! Eigentlich darf ich nicht so. Das hat er mit dir oder mit dem Arsch an, wenn du da heraussehen. Ja! Du musst die Hälfte vom Holz. Ja. Also 8. Ja. Ja, aua! Also 8 plus 15, also machst du 9,5. Die muss ich da rein? Echt? Das ist irgendwie weiter runter. Stopp! Was? Also nicht ganz versenken, also dass du 3 mm, 2, 3 mm so davor bist. Du! Ja, wer macht das? Ja, sag ich doch die ganze Zeit! Zeig ich, da machen wir Schrauben rein. Du sagst du ich hab's dann gleich gesagt. Na, gar nichts hab ich gesagt. Wir haben so 13 Zentimeter, wir haben 15. Ja, warum? Ja. Ich hab's dann gesagt. Nein, nein. Du alter Pfuscher, echt? Himmel, jetzt ist der Bohrer abgebrochen. Da krieg ich doch die Meise. Warum bricht jetzt der Bohrer ab? Ja, jetzt sind wir überhaupt nicht Depp. Na, was sagst du? Dass du Depp bist. Ja, wieso bricht's immer? Was ist denn das für, was ist denn das für Werkzeug hier? Das war der war schon kaputt. Okay. Du hast aber schon wie rum, oder? Ja, mit der Rundung zuerst. Na, spinnst du? Ja, das war ein Test. Ja, das war ein Test. Ja. Erzähl, das hab ich selber gewusst. Turm von Pisa, ja grad! Das ist ja, hey! Das ist ja mega! Warte mal, Brille mal leihen! Das ist, hey! Leute,
finde es richtig gut geworden. Es war gar nicht so viel Arbeit, wie ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt ehrlich, ich habe echt gedacht, es wäre mehr Arbeit. Ja, weil ich immer so viel gemacht habe. Ja, genau. Also, wir haben ja jetzt nicht die krassen Verzierungen, die du sonst immer hast. Also das ist ja jetzt die einfachere Variante, sag ich mal. Aber trotzdem eine geile Variante. Hätten wir jetzt keine Kamera gehabt, dann wäre das, denke ich mal, auch in, keine Ahnung, 2,5 Stunden wäre das fertig gewesen ohne Kamera, denke ich mal. Aber uns hat halt die Kamera jetzt einfach aufgehalten. Aber ein cooles Vogelhaus. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Interesse an diesen anderen Vogelhäusern habt, die so mega geil ausschauen, dann schaut in der Videobeschreibung. Der Harry hat sich eine brutale Arbeit gemacht und hat, glaube ich, wie viel? 80 Videos. 85. 85 kurze Videos. Wir haben wirklich jedes einzelne Teil, deswegen sind so viele Videos. Also ich glaube, das war richtig viel Arbeit auch. Ja, ich sage immer, wenn ihr gewusst hättet, wie viel Arbeit das ist, hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, Leute, schaut auf den Link unten, da könnt ihr die Pläne kaufen für dieses geile Vogelhaus. Was wir gemacht haben, war einfach nur die Sparvariante. Aber trotzdem eine schöne, komm doch her, komm schon wieder aufs Video. Aber trotzdem eine schöne Variante. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitkriegen können, wie man es baut. Relativ einfach, relativ gut. Wird das noch behandelt jetzt? Der große Maistag sagt nein, das bleibt einfach so unbehandelt, dem Wetter ausgesetzt. Wie gesagt, das Vogelhaus vor eurem Haus ist ja auch schon 10, 15 Jahre alt. Und das steht immer noch. Gut, in diesem Sinne, ich darf herzlichen Dank sagen, dass ich bei dir zu Besuch sein durfte. Bitte gerne, mir hat Spaß gemacht. Super, war super geil. Leute, in diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt auch wieder da seid. Macht es gut, bis die Tage. Servus. Ciao, ciao.